Zivilcourage ist für mich Mut und Mut ist für mich Bungee-Jumping. Das ist für mich total fremd, das Wort. Ich meine, das hört man heutzutage so gut wie gar nicht mehr, außer im Fernsehen, bei Politikern oder sowas vielleicht. Also das ist total unbekannt für mich und ich glaube für die meisten Jugendlichen auch. Also mir fällt zum Thema Zivilcourage gar nichts ein. Zivilcourage ist, wenn einer in Not ist und der andere einem helfen will. Und ja. Zivilcourage ist, wenn jemand zum Beispiel auf einem Gehsteig liegt, dass man zum Beispiel die Rettung ruft und nicht weitergeht. Wenn man einschreitet, wenn was in Gewalt übergeht und sich selbst dabei gefährdet. Wenn jemand für was Falsches beschuldigt wird, wenn ich ihm dann hilfe, aufzuklären, dass es nicht richtig ist. Wenn man sich für das, was man für richtig haltet, einsetzt und vielleicht damit auch gegen die Öffentlichkeit aufsteht und protestiert. Für mich ist Zivilcourage Loyalität zur Gemeinschaft, anderen zu helfen und anderen in Notfällen auch zu unterstützen. Den Mut zu haben, seine eigene Meinung kundzutun und dafür aufzustehen. Den Mut zu haben, für andere zu kämpfen, für andere etwas zu bewegen. Mut zu haben, sich für seine und die Rechte anderer einzusetzen, aufzustehen und auch gegen die Obrigkeit einmal auf die Straße zu gehen. Wenn jemand gemobbt wird und man greift dann ein und sieht halt nicht zu, wie der darunter leidet und so. Wenn zum Beispiel ein Kind von anderen Kindern halt verprügelt wird, dass man nicht einfach weggeht und nicht hinschaut, sondern jemanden holt. In der Schule kann Zivilcourage schon auch einen deutlichen Nachteil geben, weil es dadurch passieren kann, dass man sich eben mit Lehrern oder Schülern anlegt, die stärker sind als man selber und im Endeffekt wird man dann gemobbt oder bekommt schlechtere Noten. Das kann ungesund sein, ja. Zivilcourage ist für mich, wenn Menschen anderen Menschen helfen, obwohl sie daraus keinen besonderen eigenen Vorteil ziehen und einfach aus Nächstenliebe mehr oder weniger den anderen helfen. Also ich denke, dass Zivilcourage eins der Dinge ist, die uns zum Mensch machen und dass jeder es gern hätte, wenn andere für ihn einstehen und so sollte man auch für andere einstehen. Zivilcourage ist für mich die Aufopferung des Individuums für die Gesellschaft, rein aus dem Glauben, dass wenn man jemandem hilft, einem auch selbst geholfen wird und dass dadurch eine Gemeinschaft aufgebaut wird, die für uns alle besser ist und ja. Für mich ist, wenn wir das Wort Zivilcourage zerlegen, dann bedeutet das Mut des Einzelnen, Mut für andere. Insofern ist jeder, der seinen Dienst oder seine Möglichkeiten in den Dienst des ganzen Staates für alle stellt, bringt Zivilcourage auf. Allein schon, weil er viel Zeit investiert, viel Pflichten hat und viel Verantwortung trägt für andere. Das heißt, im Endeffekt hat jeder Politiker auch ein gewisses Maß an Zivilcourage, aber auch eine andere Verantwortung, diese Zivilcourage zu tragen. Wachsam sein, zu beobachten, was passiert, wie die Politiker handeln, wie man das deuten könnte, warum sie so handeln, wie das überhaupt sein kann, dass sie so handeln können und wer eigentlich da im Hintergrund steht und ob eigentlich jetzt die Person, die quasi im Vordergrund ist, überhaupt an dem schuld ist, was passiert oder ob da nicht viele kleine Einzelmännchen im Hintergrund sind, die dann das Böse, sagen wir es mal so, zu verzapfen. Wachsam sein heißt für mich aufmerksam sein, das überhaupt alles beobachten, was passiert um mich herum, warum ist das so, wer hat Einfluss auf das, was passiert, ja, wie läuft das ab, warum, eben das, was für mich dabei wichtig ist, ist das Warum zu hinterfragen. Allein wenn man sich die Menschenrechte anschaut, das ist ein Wahnsinn, was bei uns in Österreich passiert. Und es steht so viel auf Papier und in der Wirklichkeit, in der Realität schaut es ganz anders aus. Und bei solchen Punkten sollte man ansetzen und wirklich was tun. Mich zipft der Alltagsrassismus an, der in der Politik gang und gäbe ist und der dadurch auch in der Bevölkerung stark verbreitet wurde in letzter Zeit, auch besonders bei der letzten Wahl. Und ich denke, dass die Politik eine Initiative starten sollte, die gegen diese Welle anschreitet. Es gibt sehr viele Menschen, die
die andere Menschen aufgrund ihrer Nationalität verurteilen, sagen, dass sie einfach aufgrund ihrer Mentalität irgendwie sich einfach nicht integrieren wollen, halt, dass sie einfach so weitermachen, wie sie es gewohnt sind, und die machen ja unser Land kaputt und so. Ich finde, das ist von jedem Zweiten hier in Österreich kann man das hören. Auch selbst die Ausländer sagen das über andere Ausländer. Also es ist in jeder Hinsicht ist das zu sehen. Alltag Rassismus, täglich in der Straßenbahn dastehen, zuschauen, wie Leute nicht nur aufgrund einer anderen Herkunft, sondern auch aufgrund von Behinderung, von körperlichen Beeinträchtigungen irgendwie niedergemacht werden oder angesprochen werden, auf total ungerechte Weise behandelt werden. Krieg in der jetzigen Zeit schaut sicher sehr anders aus als früher. Wir haben viele Formen des Krieges aus anderen Motivationen auch, und viele Formen des Krieges sind geprägt von Terrorismus. Ein Statement gilt aber wahrscheinlich immer noch, ein Zitat von Brecht, der hat einmal gesagt: Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Eine grundsätzlich sehr utopische Vorstellung, weil es wird nicht so leicht passieren, aber hauptsächlich, wenn auch einer nur sagt, er geht nicht hin, wird es noch nicht das bringen. Er wird belächelt werden und vielleicht wird ihm was Schlimmes passieren. Wenn es aber alle machen, dann wird es den Krieg nicht geben. Und insofern muss auch einer den Anstoß dazu geben. Mein Vater, der sollte eigentlich auch als Soldat seinem Land dienen. Und der wollte das aber auf keinen Fall, weil er hatte auch Angst davor, dass er Hass verspürt, dass er irgendwie mit einbezogen wird, weil er konnte sich auf keinen Fall vorstellen, irgendwelche Menschenleben zu töten. Und er hat einfach seine Sachen gepackt und ist nach Österreich gegangen. Auf keinen Fall wollte er die Waffe in die Hand nehmen. Widerstand in unserer Gesellschaft, finde ich, ist sehr notwendig heutzutage, weil es irgendwie schon, finde ich, fast vergessen worden ist, dass man sich auch wehren kann und nicht nur zuschauen muss, was so los ist in der Gesellschaft. Und dass man sich auch traut, auch wenn es, also gleich wie jetzt bei der Demo, bei den Studiengebühren, dass auch wenn man jetzt kein Student oder kein Schüler war oder Schülerin, dass man trotzdem auf die Demo geht beispielsweise, nur um zu zeigen, dass man auch dagegen ist, auch wenn es einen jetzt nicht direkt betrifft. Also Widerstand ist meiner Meinung nach schon sehr, sehr wichtig heutzutage. Widerstand ist für mich, sich aufstellen und das auch zu sagen, was einem nicht passt. Und das auch Leuten zu verdeutlichen, die das vielleicht nicht sehen wollen oder die das auch nicht hören wollen. Ich finde, es kann wirklich nur zu einer nachhaltigen Veränderung kommen, wenn wir wirklich gemeinsam daran arbeiten, diese Ungerechtigkeiten aus der Welt zu schaffen. Auch wenn vielleicht die Chance, dass wirklich was passiert, sehr gering ist, dass man sich trotzdem traut und sich denkt, ich habe es zumindest versucht, und wenn sich das mehr und mehr Leute hoffen und sagen, ja, ich könnte es zumindest versuchen, dann kommt schon eine viel größere Masse zusammen, und als Masse kann man schon mehr bewegen als ein Einzelner. Es ist wie ein Stein baut noch keine Mauer. Also ich würde mir wünschen, dass man mehr für die Bildung tut und auch mehr in die Bildung investiert. Ich bin dafür, dass also weniger Geld für Krieg und Waffen ausgegeben wird. Frauen sollen in Karenz gehen dürfen, ohne dabei Sorge um ihren Arbeitsplatz zu bekommen. Ich wünsche mir von den Politikern, damit sie mehr Ausländern helfen. Wenn ich eine Wunschfreiheit an die Politiker. Es ist sehr schwer, weil man sagt immer vorher, ja, das und das würde ich ändern, wenn ich eben Politikerin wäre, dann würde ich mir das wünschen. Aber es jetzt so von vornherein zu sagen, ist wirklich schwierig. Aber was toll wäre, ist eben dieses Zuhören, dass man eigentlich auch erkennt, was will er einem wirklich sagen, was will er einem mitteilen. Weil in der heutigen Gesellschaft durch die vielen Reizüberflüsse alles schon so überdeckt wird, dass man nicht mehr wirklich hinhört, was ist eigentlich dem anderen wichtig.